Dritter Versuch. Das soll das erste Video einer neuen Reihe werden. Ich weiß noch nicht, wie ich die Reihe nennen werde. Vielleicht sowas wie Act Megadrum oder so. Ich möchte euch in diesem Video mal was vorlesen. Es geht hier um einen Schrieb von der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in dem netten Dorf, in dem ich lebe, oder zumindest in der netten Gemeinde, in der ich zurzeit lebe. Und es geht dabei um den Austritt aus der Kirche. Und die Folgen, ja, also ein ernstes Thema. Tritt jemand aus der Kirche aus, sieht es erst einmal nicht so aus, als ob das für denjenigen Folgen hätte, doch der Schein trügt. Beim ersten Mal fällt einem auf, dass wenn Kinder im Umfeld geboren werden und ein Pate gesucht wird, ein Patenamt auszuüben, ohne dass man in der Kirche ist, geht nicht. Oh Gott. Die Eltern suchen den Paten aus und er bekommt dann von der Kirchengemeinde den Auftrag, sich um das Kind zu kümmern. Die Paten sollen den Eltern helfen, für das Kind beten und es dabei unterstützen. Soweit gut und schön. Aber geht das nicht auch ohne, dass man irgendwie in irgendeiner Kirche ist? Teil der christlichen Gemeinschaft zu werden, Kirchenmitglied, ist deshalb Voraussetzung. Aha. Wir werden gleich noch sehen, warum das unbedingt sein muss. Auch Trauung und Beerdigung entfallen. Trauung entfällt. Oh Gott, Scheiße. Beerdigung entfällt auch? Denn verrotten wir irgendwo? Ich glaube kaum, oder? Wenn der Ehepartner in der Kirche ist, gibt es einen Gottesdienst anlässlich einer Eheschließung. Wenn bei diesen fehlen natürlich auch die Traufragen. Ist das nicht eine schreckliche Vorstellung, als fehlen die Traufragen? Wie soll jemand versprechen, seine Ehe nach Gottes Gebot und Verheißung zu führen, wenn er nicht einmal in einer Kirche ist? Leute, glauben wir an irgendeine Kirche oder glauben wir an irgendeinen Gott, wie auch immer ihr ihn nennen mögt oder auch sie nennen mögt? Ich persönlich sage ja immer, es gibt keinen Gott. Aber damit meine ich nicht, dass ich nicht an eine Art höhere Macht oder so glaube. Das glaube ich durchaus. Ich finde nur Gott. Oder Gott, der ist dafür eine völlig falsche Bezeichnung, aber unsere Sprache ist ja oft unzulänglich. Sollte ein Verstorbener nicht in der Kirche sein, wird er nicht kirchlich beerdigt. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Ich meine, da können wir doch auch drauf scheißen, wenn wir diesen Körper verlassen haben, wo er denn abbleibt, oder? Mein Gott, echt. Ja, siehst du, ich habe auch noch diese Themen, also diese Sprüche drauf. Ist der Ehepartner in der Kirche, dann kann es sein, dass man für den Ehepartner eine Andacht in der Kirche hält. Das Kirchenmitglied soll in der schwierigen Situation nicht allein gelassen werden. Gut und schön. Aber es muss doch nicht unbedingt denn irgendein Priester kommen und da irgendwelchen Bullshit abbrechen oder was. Deshalb ein Gespräch, Andacht und Gebet. Auch gut und schön, aber das kann man auch ohne Kirche. Der Sarg oder die Urne ist aber doch nicht in der Kirche. Ja, wenn schon. Wenn ein Mensch aus der Kirche ausgetreten ist, wäre es falsch, ihn im Tode doch noch heimzuholen. Hier gilt es, die Entscheidung des Verstorbenen zu akzeptieren. Na, immerhin. Gerade bei der Beerdigung fällt es mir schwer, konsequent zu bleiben. Also das hat hier der Pastor verbrochen. Natürlich kann ein Redner aus X in der Kapelle Y eine Trauerrede halten, aber das ist etwas anderes, als wenn ein Dorf in seine Kirche geht, um von seinem Menschen gemeinsam Abschied zu nehmen. Sicherlich richtig. Aber muss das denn unbedingt eine Kirche sein? Ich kann mich erinnern, früher wurden die Leute zu Hause aufgebahrt und da wurden dann auch die Kondolenzien abgehalten. Der Ort ist vertraut, mir nicht. Man weiß, wer spricht, ich nicht. In den meisten Fällen ist es dem Ortspastor besser möglich, auf Familie und die Trauergemeinde einzugehen. Man hat die Enkelkinder getauft, war bei hohen Geburtstagen zu Besuch und kennt die Familiensituation. Mit diesem Wissen im Hintergrund kann man auf die Trauernden anders eingehen, das Abschiednehmen anders gestalten als ein Fremder. Ein Fremder. Eben war noch die Rede von den Leuten, die sich verabschieden wollen. Ich gehe davon aus, dass Fremde sich nicht davon irgendwelchen Toten verabschieden wollen, die sie nicht kennen. Also werden noch auch genügend Leute da sein, die man vielleicht seine Freunde nennt oder Bekannte oder Verwandte. Diesen Dienst für die Hinterbliebenen nicht tun zu können, wenn ein Ehepaar aus der Kirche ausgetreten ist, fällt mir schwer.
Ich bin sicher, er meint das gut. Auch für die Kirchengemeinde hat ein Austritt deutliche Folgen. Wir bekommen unsere Zuweisung nach Gemeindemitgliedern. Jetzt kommt's. Das gilt für die Pfarrstelle und für die Finanzen. Sieh mal an. Jetzt kommt's raus. Tritt jemand aus der Kirche aus oder stirbt jemand, bekommen wir in den folgenden Jahren weniger Geld. Das fehlt uns bei der Gemeindearbeit und dem Erhalt der Kirche. Es geht dem Pastor also im Grunde um seinen eigenen Arsch. Ich meine, das ist legitim. Jeder muss sich um sein eigenes Fortkommen kümmern. Na, wir sind ja keine Pferdeäpfel. Ihr wisst ja, die Pferdeäpfel sind fein raus, brauchen für ihr Fortkommen nicht mehr zu sorgen und qualmen dürfen sie auch. Ob es der Kindergarten ist, die Pfadfinder, die Chöre, die Seniorenarbeit oder was auch immer, Veranstaltungen sind mit Geld verbunden. Sicherlich. Räume müssen instand gehalten, geheizt und gereinigt werden. Die Kirche braucht irgendwann ein neues Dach und braucht gerade jetzt eine neue Verstärkeranlage. Eine geringere Kirchensteuerzuweisung würde uns Sorgen bereiten, alles aufrecht und instand halten zu können. Ist klar. Hat unsere Gemeinde irgendwann zu wenige Gemeindemitglieder, wird die Pfarrstelle weiter gekürzt oder sie wird mit einer anderen Gemeinde zusammengelegt. Dann könnte ja eventuell der Pastor aus der anderen Gemeinde plötzlich hier der allgemeine Pastor sein. Ja. Zwar nicht so lange die Stelle besetzt ist, aber wenn es einen Stellenwechsel gibt. Den Gemeindemitgliedern steht nach der Jolde und nach der Pfarrstelle nur noch ein halber Pastor zu. Ein halber Pastor? Obere oder untere Hälfte oder links oder rechts? Also irgendwie. Tritt jemand aus der Kirche aus, dann kehrt er der Institution den Rücken, die einem im Innersten des Orientierung. Was ist das denn für ein Satz? Die einem im Innersten, muss das heißen, Orientierung geben kann. Eine andere Institution tut das nicht. Man kann sich natürlich auch auf den religiösen Markt umsehen, doch es ist fraglich, ob andere der Seele einen besseren Weg weisen können. Ohne Vertrauen in Gott, der uns schuf, liebt, Orientierung und einen Sinn schenkt, ist mir das Leben nur schwer vorstellbar. Völlig verständlich. Wenn man der Kirche den Rücken zuwendet, wendet man denen den Rücken dazu, die sich darüber Gedanken machen und mit einem ins Gespräch kommen wollen. Ich finde, das ist ziemlich erbärmlich. Wenn ich an Gott glauben will, brauche ich dazu nicht in die Kirche gehen. Überhaupt diese ganze spirituelle Sache, momentan so viele Menschen sind auf der Suche nach Antworten und sicherlich gehen viele dabei fragwürdige Wege, aber dennoch muss das doch jeder eigentlich für sich selbst entscheiden. Und wenn einer sagt, ich will mit dieser Kirche denn gesamte Geschichte, ich sage das jetzt mal ganz drastisch, eigentlich nur mit Blut geschrieben ist, nichts mehr zu tun haben, dann finde ich, sollte man das auch akzeptieren können. Ja? Ich zum Beispiel sehe, ich benutze jetzt auch mal den Begriff Gott, überall. Überall, wo ich nur hinschaue. Und das ist okay für mich so. Ne? Aber für mich ist Gott nicht irgendwie der Typ, vor dem man kriecht oder so. Und dauernd hört er, vergib mir dies, vergib mir das, ich bin unwürdig und so, wie schon in dem einen Monty Python-Film sehr treffend gesagt wurde. Aber wirklich, echt. Also mich regt sowas wahnsinnig auf. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ja, was wollte ich noch sagen, aber es fällt mir jetzt ewig nicht mehr ein. Naja, wahrscheinlich tun mir die Knochen wieder zu weh. Okay, das tut es erstmal. Tschüss, bis dann.